Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich bin hier unterirdisch dabei, Steine abzubauen und Cons ist oberirdisch dabei, die dann in riesige Vierecke zu verwenden. Wunderschöne Vierecke zu bauen. Natürlich. Damit bin ich aber jetzt schon fast fertig fürs Erste. Alle 8? Ja, nee, natürlich nicht. Ich meine halt die Anliegenden wieder mal. Okay. Alle 8 wär zu schön. So. Perfekt. Ich hoffe, das passt alles so. Jetzt muss ich kurz überlegen, wenn wir hier die anbinden aneinander, welchen Abstand müssen die dann haben? Auch denselben, oder? Gute Frage. Schauen wir mal. In der reinen Theorie müsste das doch sein, dass ich zwei Blöcke in die Richtung und in die andere. Ja, das macht so viel Sinn jetzt für euch, ich weiß. also da mal die Hälfte von 3408. Oh, das ist wieder so eine blöde Rechnung. Oh, warte mal, wir waren 32. Doch bei Cons 14, ganz kurz, ich glaube, ja? Ich habe Blödsinn erzählt. 34 Blöcke war doch die Seitenlänge der mittleren Insel, aber dann haben wir ja noch um einen Block Steine ergänzt. Oh, verdammt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht 36 möglicherweise waren. Nee, ich hab's jetzt eh nicht. Achso, das ist eins zu. Verdammt. Ja. Ich hätte davon erzählen können hier einfach. Schauen wir mal. Von 20, das müssten dann 25 sein. Was sag ich denn? Was? 45? Nee, 55. Was? Das müssten 55 in die Richtung sein, dann sind es 35. Das heißt, ich habe alles jetzt zu kurz gemacht um 1. Wieso müssen es 55 sein, wenn wir bei 36 Blöcken sind? Nee, ich bin jetzt gerade bei der bei der Z-Zahl. Und die fängt bei 25 an. Oh. Bei 20 fängt die an und dann muss sie bei 55 enden, dass es 35 sind. Das heißt, es ist alles zu kurz. Ja, es muss bei 56 enden, weil es müssten ja 36 sein. Was? Skelett unterirdisch und ich habe keine Waffe. nee, aber es soll ja da abschließen mit der Insel und da passt's und auf der anderen Seite passt's auch. Ja, ich werde von einem Skelett angegriffen. Wäre schön, wenn du deine Zielarbeiten. Gut. Gut. Der hat gerade Hast du gerade einen Bogen bekommen? Yeah. Oh, sehr nice. Hast du noch Fackeln? Oh, ich habe Kohle genug. Sorry. Gut. So, also ich schaue jetzt nochmal, ob. Also 35 sind in der Breite, nicht 34. Schauen wir mal, wie viele. 36 müssten es sein. Nee, 35 sind es. Also es müssten aber 36 sein. 1, 2, 3, 4. Ich tue mal das Fenster hier weg und zähle nochmal von selbst. 2, 3, 4, 5, 6. Oh ja, es sind 36. Tja, so viel dazu. Es sind nur bei der Nummer logischerweise dann 35. Also von da müssten das. Dann ist das hier eins zu kurz, oder? Ja. Gut. Dann machen wir alles wieder weg. Dann kannst du die. Dann musst du die Stützen hier auch neu bauen. Verdammt. Willst du sie einfach mal abbauen? Ja. Weil ich will ja nicht nochmal ins Wasser zu der Hexe. Da ist ein Creeper auch noch, der mir gerade dann nachschwimmt. Ach, wie lang dauert denn das zum Abbauen, bitte? Schwimmst du zufällig und versuchst aus dem Wasser raus, was abzubauen? Ich baue gerade von oben das ab und das dauert trotzdem so lange. Weil das so ewig lang ist. So. Hier noch eins dazu. Hat sich der Creeper gerade gezündet? Nee, okay. Ja, mir gehen die Steine jetzt natürlich wieder aus. Ja, ich bin aber fleißig am Sammeln, also. Gut, leg's einfach in die Kiste, hätte ich gesagt jetzt. Okay. So. Juhu. Wow, und schon wieder irgendeine Spinne, die mich mitten am Tag angreift. Sehr komisch. Ja. Ich würde mal sagen, sobald wir, oder wir haben ja genügend Holz, wir könnten das Ganze also auf dem Stein, den wir jetzt hier gebaut haben, überall entlang Zäune bauen.
damit wir nicht mehr down ins Wasser fallen. Also wirklich so einen richtigen Kinderschutzzaun einfach hier für uns. Ja, weil es notwendig ist. Ja. Ja, ich baue jetzt das Ganze noch um und dann können wir an die Holzproduktion gehen. Passt. Ah ja, ich könnte mal Bäume nachsetzen. Jo, haben wir zufällig Knochen? Ich habe einen Knochen, also Knochenmehl hätten wir sogar für schnelle Produktion. Ja, aber Bäume wachsen ehrlich gesagt schnell genug und wir haben so viele Setzlinge. Jo. Und wir haben auch schon jede Menge Holz jetzt dabei, also das sollte kein allzu großes Problem werden. Gut, pflanzen wir hier weiter. Block. So, dann wäre das eine mal ausgeglichen. Hoffentlich. Ich hoffe ganz stark. Jo, ich auch. So. Dann müssen das in die Richtung auch immer 35 sein. Ich bin doch immer für 36. Ja, ja, natürlich, aber von den Zahlen her, wenn ich auf dem Block stehe, ist das ja schon eine Zahl. Ach so, ja, stimmt. Und deswegen müssen das 5 dann zum Schluss sein. So, ja, ganz toll, juhu. Ja, gut. Ja. Hoffen wir mal, dass wir es dann nicht noch irgendeinen Fehler drin haben, weil das Ganze ist vollkommen von vorne zu bauen. Naja, nee. Wäre nicht so schön. Und sonst ist halt irgendeine Seite etwas kürzer. Das wird es nicht so das Problem darstellen. Aber jetzt bin ich schon beim zweiten von den vier jetzt schon stehenden. Und ich glaube, wir haben es ja bei einem schon mindestens richtig gemacht. Sehr gut. Hoffentlich. Oh, da besucht uns gerade wer. Ah, aber er kann nicht auf die Insel und wir müssen ihm fast, bau ihm kurz irgendeinen Aufgang. Okay, gleich. Warte mal. So, bitte geht sich das noch aus? Nee, geht sich nicht aus. Habe ich Holz, dass ich Ihnen kurz einen Anlegesteg hier hinstelle? Ich habe eine Stiege. Warte mal. Ich falle mal was. Ja, ich baue hier einfach kurz einen Mini-Steg hin. Jo. Und dann können die da auch raus. So. Ah, sehr lustig. Dann holen wir uns das Zeug hier und nehmen wir uns gleich noch eine mit. Und bauen weiter. Jo, ich baue weiter hier meine Steine ab. Jo, also. Ich bin jetzt bei dem jetzt schon fertig. Ich muss gerade einen Stein vor am Ende die Axt kaputt gegangen. So. Weiter. Ja, ich würde sagen, für eine Führung über unsere Insel ist es vielleicht noch etwas zu bald. Ja, ein bisschen. Das sieht man noch nicht so viel, dass das jetzt hochspannend wäre. So. Können wir uns von unserem Fell eigentlich schon ernähren? Nicht wirklich, nein. Ist noch viel zu klein. Okay. Das könnten wir mit Knochenmehl. Wir könnten uns mehr Setzlinge produzieren. Und mit denen dann mehr Getreide produzieren eben. Stimmt. Das müsste jetzt auf 28 gehen. Ja. 18, genau. Tja, ich habe es wirklich überall versaut, glaube ich. Effektiv. Ja, ich habe es auch falsch gesagt. Also trifft mich hier eindeutig ein großer Teil der Schuld. So. So, kann man das wieder weg. Ich hoffe, die erwarten jetzt nicht, dass die Folge gleich morgen ausgestrahlt wird. Nee, aber ich werde es so 3 Folgen die Woche hochladen. Ja, werden wir das dann eigentlich gleichzeitig, also machen wir wieder jeder einen Tag mehr oder weniger oder sollen wir gleichzeitig hochladen? Ich glaube, es wäre fast geschickter, wenn wir uns abwechseln, sonst... Gut, nur bringe dann ich jetzt nicht so die von mir gewünschte Zahl an Folgen raus. Das heißt, ich werde dann vielleicht sogar umsteigen auf 2 Folgen am Tag an 3 Tagen die Woche oder so. Wow. Ja, so ungefähr 6 bis 7 Folgen halt, dass ich rausbringe.
Oder die Folgen einfach dann auf eine halbe Stunde verlängern oder so wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, sogar besser als zu Einzel-Episoden zweimal hochzuladen. War, stimmt schon. Wobei ich ganz ehrlich gesagt jetzt als Serienliebhaber von vielen Fernsehserien, mir ist das lieber, ich habe irgendeine Fernsehserie, wo die Folgen 10 Minuten dauern und ich sehe zwei davon am Tag, als die Folgen dauern 20 Minuten und ich sehe eine. Das ist vollkommen, ja, irgendwie komisch, aber nee, so psychologisch gesehen finde ich es halt schöner, wenn man einfach zwei Folgen hat statt einer. Ja, vor allem du kannst dann auch einfach aufhören, wenn du willst und musst nicht, also man müssen musst du sowieso nicht, aber du musst nicht mitten in der Folge unterbrechen. So 10 Minuten kannst du dir schnell Zeit nehmen. Ja. So, Stein. Das heißt, von mir vielleicht dann bald zweimal 10 bis 15 Minuten und das an 3 Tagen die Woche oder naja, 4 Tage wird ein bisschen viel, wenn es 2 Folgen sein sollen. Ja. Du willst nicht zufällig 4 Tage übernehmen? Nee, 4 Tage sind wir dann vielleicht, ich weiß nicht, wenn wir, das wäre jeden Tag eine Stunde, jeden Tag eine Stunde, jede Woche eine jede Stunde. Jede Woche eine Stunde, oh, ja. Dann hättest du 4 mal Viertel. Ja, das sollte eigentlich. Stündige Folgen. Das sollte eigentlich gehen. So, jetzt schaue ich mal, wie das mit der Anbindung hier aussieht. Ich mache es jetzt mal sehr provisorisch. Ja gut, sollen wir das jetzt uns gleich noch hier live auf Kamera ausmachen, wer wann hochlädt, oder sollen wir das nachher beraten dann offscreen? Ich glaube, wir beraten uns und machen dann die fixe Geschichte zum Schluss. Okay. So. Ja, ich bin hier immer viel zu langsam. Ich will immer Tschüss schreiben, weil so BB klingt meiner Meinung nach ist nicht so wahnsinnig gut. Aber bis ich Tschüss geschrieben habe, sind die Leute dann meistens auch schon weg. Ja. So, es geht sich übrigens recht gut aus. Also so falsch geplant haben wir gar nicht. Sehr gut. Dann noch da. Und da. Ja gut, du bist immer noch am Zählen, oder? Nee, ich kann eigentlich, ich kann jetzt auch schon, jetzt kann ich es mir ansehen. Bei dem größeren Teil, sollen wir den um eins noch höher verlagern, neben dem Palast sozusagen? Das sieht ja auch sicher gut aus. Wenn sozusagen, der Palast hier ist jetzt um zwei höher oder sowas, glaube ich. Oder um drei vielleicht sogar, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann bauen wir hier auf so einer Ebene, warte kurz. Ja, wobei die anschließenden Bezirke sind ja nur unter Anführungszeichen Wohnbezirke. Ach so, stimmt. Die würde ich eigentlich auf gleicher Höhe lassen. Okay. So, gut, dann mal das weg. Setzen es daran. Nee, nicht da. Ja gut, ich hau dir schon mal noch mehr Steine in die Kiste. Ja, dann kannst du gleich mit den Eckbezirken auch fortsetzen und dann haben wir zumindest schon mal die Grundlage aller Bezirke hier fabriziert. Gut, ich bin gerade am Überlegen, dass wir dann... Kurze Frage, sollen wir diesen unterirdischen Raum jetzt schön ausbauen und da wirklich einen Lagerraum einbauen und so weiter, oder wird das nur so ein provisorisches Übergangslager, bis der bis die entsprechenden Bezirke eben fertiggestellt sind. Ich würde es erst zum Schluss machen. Also der Lagerraum, der ist jetzt noch nicht so wichtig. Ja, stimmt. Wenn wir einfach irgendwo oben zwei Kisten stehen haben, dann passt ja. Das für den Anfang auch. Das heißt, sollen wir jetzt unterirdisch überhaupt irgendwas Großartiges bauen? Also ich meine, der Raum, der hier entsteht, der ist schon relativ riesig. Da könnte man einiges damit anfangen. Ja, vielleicht so eine Prunkhalle oder sowas. Aber eine Prunkhalle unterirdisch. Ja, und das ist schon zu groß eigentlich. Wir können uns so eine automatische Farm oder sowas in der Richtung bauen. Jo. Ja, wir brauchen sowieso mehr Essen. Und das ist besser, wenn wir die Produktion vielleicht unterirdisch verlagern, dass oben alles gut aussieht. Ja, weil so in Venedig ein Feld, das ja, passt nicht ganz. Nicht ganz so gut. Gut, ich hätte auch schon eine Idee, wie wir den Eingang in die unterirdische Welt gestalten können, weil derzeit ist das ja eher so ein Loch im Boden. Jo, aber davor, das sehen wir es in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ah. Ja, Cliffhanger for the win. Also, wenn ihr wissen wollt, wie der tolle Abgang in den Nether wird. In den Nether, eher so in unsere Farm. In die Farm natürlich. Dann müsst ihr das nächste Mal einschalten zu Minecraft. Ciao, Leute. Yay. Goodbye.